Dann kann man den Hals abschlagen. Das ist keine gute Idee. Es geht. Wunderbar. Hi zusammen, wir sind wieder unterwegs auf den Kölner Straßen und testen euer Weinwissen. Wir haben diese Weinflasche und wir wollen die unbedingt aufmachen. Wir haben aber keinen Korkenzieher dabei. Was machen wir? Jemanden fragen. Jemanden fragen, ja, sehr gut. Andere Möglichkeit? Wir haben keinen Korkenzieher. Oh, da kann man einen Schraubenzieher notfalls nehmen. Und wenn ich keinen Korkenzieher zur Hand habe? Ja, dann bin ich überfragt. Dann haben Sie keine Idee? Ja, das ist richtig. Wie würdest du die öffnen? Muss ich erst mal nachdenken. Ich würde erst mit meinem Fingernagel das Verschlussetikett natürlich abmachen und vielleicht sogar aufschlagen oder so, aber dann muss ich halt gucken, dass das Glas nicht da reinkommt, weil ich bin halt nicht so begabt. Ich drück den Korken rein, ich bin da nicht so. Du würdest den Korken reindrücken? Ja. Es gibt irgendeinen Trick bei Insta, aber ich weiß nicht mehr, wie er ging. Das ging ohne Korkenzieher. Ja, ich wusste das mal, es geht. Und zwar? Ich hab's vergessen, aber es geht. Hier eine Idee? Nee, keine Ahnung. Ja, ihr seid doch Handwerker, los. Wie kriegen wir die Flasche auf? Reindrücken. Mit Finger reindrücken. Ja, reindrücken. Reindrücken? Hier, Kopf abschlagen. Kopf abschlagen? Irgendeine Idee. Ich hab keine. Ich habe wirklich keine. Ich trinke zu wenig, deswegen dann könnte ich die Frage ganz flüssig beantworten. Kann ich nichts zu äußern. Können wir den Wein jetzt bekommen? Oder? Ja, vielleicht. Ja, ja gut, dann für, okay. Ja, man könnte den Flaschenhals abschlagen oder den Korken versuchen reinzudrücken. Funktioniert beides, ja. Schon mal ausprobiert? Reindrücken ja, abschlagen nicht, das ist mir zu gefährlich.